Wir haben angefangen, uns mit Vektoren zu beschäftigen, haben verschiedene Koordinatensysteme diskutiert. Und heute möchte ich Ihnen was erzählen über Vektoralgebra, wie wir mit Vektoren umgehen können, wie wir Vektoren addieren, wie wir Vektoren subtrahieren, auch wie wir sie multiplizieren, wie wir das sogenannte Skalarprodukt bilden, wie wir auch Vektoren, wie wir das Vektorprodukt bilden können und wozu das ganze Zeug gut ist. Das wollen wir uns dann auch noch anschauen. Also bevor wir mit Vektoren, also wie gesagt, Vektoren sind vollständig beschrieben durch zwei oder drei Zahlen, je nachdem, ob ich mich in zwei Dimensionen oder drei Dimensionen befinde. Und bevor wir anfangen mit Vektoren zu hantieren, Vektoren zu manipulieren, müssen wir mal definieren, wann sind zwei Vektoren gleich. Zwei Vektoren sind dann gleich, wenn sie dieselbe Richtung und denselben Betrag haben. Dann sind zwei Vektoren gleich. Dann sagen wir, dann schreiben wir A ist gleich B. Und was wir damit meinen, ist, dass die beiden Vektoren in allen Komponenten übereinstimmen. A gleich B bedeutet, dass, lassen Sie mich den Vektor jetzt so schreiben, AX, AY, AZ, das sind die drei Komponenten in X und Y und Z Richtung des Vektors. Das muss gleich sein B, BX, BY, BZ. Und das ist dann gleich, wenn die beiden Vektoren in allen Komponenten übereinstimmen. Dann haben sie die gleiche Richtung und auch den gleichen Betrag. Ja. Nein, ein Vielfaches davon, dann sagen wir nicht, dass die Vektoren gleich sind. Dann sind die Vektoren parallel. Ja, wenn Sie zwei Vektoren haben, also zwei Vektoren sind gleich, gleicher Betrag, gleiche Richtung. Ja. Wenn Sie jetzt zwei Vektoren haben, die in die gleiche Richtung zeigen, aber nicht den gleichen Betrag haben, also nicht die gleiche Länge, dann sagen wir, diese beiden Vektoren sind parallel. Dann sagen wir, A ist parallel zu B. Und das bedeutet, dass Sie eine Zahl finden können, Lambda, sodass A gleich Lambda mal B ist. Ich habe Ihnen noch nicht gesagt, was eigentlich die Multiplikation einer skalaren Zahl, das können 3 sein oder 5 oder 2,7, mit einem Vektor ist, aber wir werden das gleich sehen. Diese Multiplikation mit einem Skalar ändert nur die Länge des Vektors, aber nicht seine Richtung. Und somit sind diese beiden Vektoren parallel. Parallel heißt eigentlich, dass Lambda größer sein muss als 0. Weil wenn Lambda kleiner ist als 0, dann haben wir folgenden Fall. Dann zeigt der eine Vektor in die entgegengesetzte Richtung und dann sagen wir, die beiden Vektoren sind antiparallel. Antiparallel. Eigentlich ganz einfache Begriffe, schon das Wort sagt, was gemeint ist. Bitte? Symbol, na, kenne ich jetzt keines, kennen Sie eines? Symbol für antiparallel. Da ist auch A gleich Lambda, schreibe das auch hin. A ist gleich Lambda mal B, aber jetzt muss Lambda kleiner sein als 0. Dieses Zeichen hier ist das griechische Lambda. Das griechische L, das können Sie auch so schreiben. Das ist das Lambda. Damit meine ich irgendeine Zahl. Wichtig ist auch der Begriff des inversen Vektors. Wenn ich einen Vektor gegeben habe, dann gibt es dazu den inversen Vektor. Den bezeichne ich mit minus a, der inverse Vektor. Und der hat die Eigenschaft, also minus a ist einfach minus ax, minus ay und minus az. Beim inversen Vektor, der inverse Vektor von a besteht aus dem Vektor, bei dem ich alle Komponenten einfach umgedreht habe. Also das Vorzeichen habe ich umgekehrt. Wenn das der Vektor ist, der Vektor a, dann ist der
der Vektor minus a hat den gleichen Betrag, aber die entgegengesetzte Richtung. Nur ein paar Definitionen. So, jetzt wollen wir, schauen wir uns an, was wir damit eigentlich meinen. Was ist die Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar? Ich kann einen Vektor mit einer skalaren Zahl multiplizieren. Ich kann einen Vektor mit irgendeiner reellen Zahl multiplizieren. Und was das mit dem Vektor macht, ist, dass es den Vektor einfach länger oder kürzer macht oder umdreht. Also wenn ich den Vektor hier a, wenn ich den Vektor b draus bilde, indem ich a mit einer skalaren Zahl multipliziere, dann macht mir das den Vektor, wenn die Zahl größer ist als 1, einfach länger. Kann den Vektor natürlich auch kürzer machen oder seine Richtung umkehren. Das wäre auch eine Möglichkeit, oder eine andere Möglichkeit wäre natürlich das. Sie sehen, dass indem Sie sich vergegenwärtigen, dass der neue Vektor der besteht einfach darin, dass Sie jede Komponente mit dieser skalaren Zahl multiplizieren. Ja, in drei Dimensionen oder in zwei Dimensionen, wie ich es hier gemalt habe, bedeutet das einfach, dass Sie zum Beispiel, wenn Lambda 2 ist, dann verdoppeln Sie einfach jede Komponente. Und das streckt mir natürlich den Vektor um einen Faktor 2. Wenn ich den Vektor mit minus 1 multipliziere, dann schaut er in die umgekehrte Richtung. Also die Multiplikation mit einer skalaren Zahl ändert nur die Länge des Vektors oder kehrt seine Richtung um. Was macht die Multiplikation mit einer skalaren Zahl bezüglich des Betrages? Können wir uns leicht ausrechnen. Das ist Lambda Quadrat ax Quadrat plus Lambda Quadrat ay Quadrat plus Lambda Quadrat az Quadrat. Ich nehme einfach die Komponenten des Vektors, quadriere sie und zähle sie zusammen, ziehe die Wurzel daraus, das gibt mir den Betrag und Sie sehen, dass ich hier das Lambda herausheben kann. Natürlich weiß ich dann nicht mehr, ob Lambda positiv oder negativ war, aber Sie finden, dass der Betrag des multiplizierten Vektors ist gleich der Betrag des ursprünglichen Vektors mal den Betrag dieser Zahl, mit der ich multipliziert habe. Worauf muss ich achten bei der Multiplikation eines Vektors mit einer skalaren Zahl? Wenn ich einen Vektor zweimal multipliziere mit einer Zahl, davor mit 2, dann mit 3, also davor mit Alpha multipliziere und dann mit Beta, dann ist es dasselbe wie wenn ich davor Alpha mit Beta multipliziere und dann erst mit dem Vektor. Das sehen Sie auch ganz einfach aus der Koordinatendarstellung, aus der Komponentenschreibweise. Und deswegen kann ich hier auf die Klammer verzichten. Sowas nennt man Assoziativität, weil es wurscht ist, welche Operationen ich davor ausführe. Also diese Multiplikation ist assoziativ. Wieso quadriere ich sowohl das Lambda als auch die Komponenten? Ja, weil das Lambda, da habe ich jetzt einen Pfeil hingezeichnet, der nicht hingehört. Und Sie haben mir nichts gesagt.
Und hier auch. Und hier haben wir auch nichts gesagt. Das ist die Komponente des Vektors. Das ist die x-Komponente, das ist die y-Komponente und das ist die z-Komponente. Und wenn ich den Betrag ausrechnen will mit Hilfe des Lehrsatzes von Pythagoras, das mache ich ja effektiv hier, dann muss ich die Komponente nehmen und quadrieren. Und die Komponente ist Lambda mal ax. Also quadriere ich das Ganze. Plus dem zweiten quadriert, plus dem dritten quadriert. Die Multiplikation mit einer Skalarenzahl ist auch distributiv. Ich schreibe jetzt was hin, was ich Ihnen noch nicht erklärt habe, nämlich was a plus b ist. Wir haben Vektoren noch nicht addiert, aber ich werde Ihnen gleich zeigen, was das ist. Ich kann Vektoren auch addieren und wenn ich eine Summe habe von zwei Vektoren und ich multipliziere die Summe der beiden Vektoren mit Alpha, dann kann ich dieses Alpha da hereinziehen, dann ist es Alpha A plus Alpha B. Der Mund sagt was anderes, als das Hirn denkt. Und das nennt man die Distributivität. Finden Sie alles im Skriptum. Es gibt auch eine andere Art der Distributivität, wenn ich nämlich zwei Skalare habe, die ich zusammenzähle. Und ich multipliziere diese Summe mit dem Vektor a, dann kann ich die Summe auch aufteilen. Also das ist Alpha A plus Alpha Beta A. Also was Sie hier sehen, ist, dass so gewissermaßen die üblichen Regeln der Multiplikation gelten, die wir kennen. Nicht, wenn das alles skalare Zahlen wären, wenn das alles reelle Zahlen wären, dann würde es auch gelten. Also die üblichen Regeln der Multiplikation gelten hier. Ich habe hier jetzt was hingeschrieben und das möchte ich Ihnen jetzt erklären, was das bedeutet. Ich kann Vektoren auch addieren. Und das werden Sie auch ausgiebig tun. Nicht? Wenn ich einen Vektor auffasse als eine Verschiebung im Raum, dann kann ich eine Bewegung von hier nach hier mir zusammengesetzt denken als eine Bewegung von hier nach hier und dann erst von hier nach hier. Also das wäre dann die Summe dieser beiden Bewegungen, ergibt mir die Bewegung, die ich davor gemacht habe. Ich kann zwei Vektoren, zeichnen wir sie im Koordinatensystem, zwei Vektoren, nennen wir sie A und B, die kann ich zusammenzählen. Und das Zusammenzählen zweier Vektoren passiert dadurch, dass ich den einen Vektor nehme, sagen wir den, also was ist der Vektor C gleich A plus B? Ich nehme den Vektor B und hänge ihn an den Vektor A. Oder umgekehrt, das ist egal. Ich nehme den Vektor B und hänge ihn hier dran. Dann ist das, was dabei herauskommt, der Summenvektor. Ich habe das B jetzt einfach hierher gezeichnet. Und das hier, das ist der Vektor A plus B. Wenn Sie wollen, dann können Sie ein Parallelogramm zeichnen und der Summenvektor geht dann bis zum Eck des Parallelogramms. Was bedeutet das in Komponenten? Wenn Sie das in Komponenten hinschreiben, nicht, wenn Sie die beiden Vektoren ax, ay, ich schreibe es in zwei Dimensionen hin zur Abwechslung. Aber das funktioniert natürlich in drei, aber auch in höheren Dimensionen. Bx und by. Komponentenweise machen wir die Addition, indem wir die Komponenten, die jeweiligen Komponenten einfach zusammenzählen. Also was habe ich hier? Ich habe ax plus bx und ay plus by. Und wenn Sie noch eine z-Komponente hätten, dann hätten Sie auch dasselbe für die z-Komponente. Also wenn ich zwei Vektoren Ihnen gebe, dann können Sie sie ganz leicht algebraisch zusammenzählen, indem Sie Komponente für Komponente die jeweiligen Komponenten des Vektors zusammenzählen. Also x, ax plus bx, ay plus by und so weiter und so fort.
was gelten für die Addition für Regeln. Die Addition, so wie die Addition zweier normalen Zahlen, zweier reellen Zahlen, zweier ganzen Zahlen, die ist kommutativ. Was heißt das? Kommutativ heißt, dass es wurscht ist, in welcher Reihenfolge ich die beiden Zahlen zusammenzähle. 3 plus 4 ist dasselbe wie 4 plus 3 ist 7. Ja, da kommt es auf die Reihenfolge nicht an. Das trifft auch auf die Addition zweier zweier Vektoren zu. Die Addition ist auch assoziativ. Was bedeutet das? Wenn ich zwei Vektoren addiere und ich zähle einen dritten Vektor dazu, nennen wir ihn C, das ist jetzt nicht das C von da oben, das ist jetzt einfach ein weiterer Vektor, dann kann ich genauso gut die Klammern anders setzen. Ich kann sagen, ich zähle davor B und C zusammen und erst dann A. Also das in der Klammer führe ich zuerst aus. Das geht genauso und deswegen kann ich auf die Klammer insgesamt verzichten. Ich kann das so hinschreiben. Das nennt man assoziativ. Die Addition von zwei Vektoren ist auch distributiv, aber das hatten wir hier schon. Wenn ich eben die Summe von zwei Vektoren mit einer Skalarzahl multipliziere, dann kann ich das auf die beiden Summanden verteilen. Was ist mit der Subtraktion? Die Subtraktion funktioniert ganz analog. Die Subtraktion von zwei Vektoren, also ich kann zwei Vektoren auch voneinander subtrahieren, a minus b, und die Subtraktion zweier Vektoren funktioniert durch die Addition des Vektors a mit der Inversen des Vektors b. In Komponentenschreibweise, ich mache das wieder für zwei Komponenten, also wir leben jetzt in einer Dimension. Addition mit der Inversen, mit dem inversen Vektor bx, by, und das ist gleich ax minus bx, ay minus by. Sehen, funktioniert genau wie die Addition komponentenweise. Ich kann zwar einen Vektor von einem anderen Vektor subtrahieren, indem ich die jeweiligen Komponenten voneinander subtrahiere. Was bedeutet das geometrisch? Geometrisch können Sie sich das Ganze so vorstellen. Sie können, wenn Sie zwei Vektoren haben, a und b, dann können Sie a minus b bilden, indem Sie b davor, also den inversen Vektor bilden, umgekehrte Richtung. Sie drehen einfach alle Vorzeichen um und danach verfahren Sie so wie bei der Addition. Nicht? Sie hängen diesen Vektor jetzt einfach hier an diesen Vektor dran. Das wäre der Vektor minus b. Und das, was dabei herauskommt, das ist der Vektor, machen wir es bunt, das ist der Vektor minus b, a minus b. Also davor b umklappen und dann auch a und minus b sozusagen zusammenzählen. Aber Sie können es auch anders machen. Der Vektor a minus b ist der Vektor, der von der Spitze von b zur Spitze von a geht. Also der Differenzenvektor geht immer von der Spitze zum einen zur Spitze vom anderen. Jetzt merkt man sich leicht, aber vielleicht merkt man sich dann nicht,
wo er anfängt, wo er aufhört. Also wo die Pfeilspitze ist. Nennen wir den Vektor C. Also wenn ich so einen Fall habe und ich möchte gerne wissen, wo fängt der Vektor jetzt an und wo hört er auf, dann überlege ich mir das so, ich schreibe da einfach hin, das als A ist gleich C plus B. Das kann ich ja auch nicht. Aha, und dann weiß ich gleich, wenn ich den Differenzenvektor zum Vektor B dazu zähle, dann muss A herauskommen. Also muss das ein Vektor sein, der von hier nach hier geht. Der Vektor A minus B geht von der Spitze von B zur Spitze von A. Das ist praktisch, weil wenn Sie den Abstand von zwei Vektoren bestimmen wollen, den Abstand von zwei Punkten, dann rechnen Sie den Differenzenvektor aus und nehmen davon den Betrag. Nicht? Also wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, ich habe hier in der Ebene zwei Punkte gegeben, als Vektoren, den da und den da, jetzt will ich wissen, wie weit sind diese beiden Punkte voneinander entfernt. Ja, was mache ich da? Ich bilde einfach die Differenz a minus b, nehme den Betrag davon, indem ich, sagen wir, so eine ähnliche Formel verwende, nehme den Betrag von dem Vektor und das sagt mir dann, wie weit dieser Punkt von dem Punkt entfernt ist. Und Sie können sich vorstellen, dass in der Mechanik, in der Punktmechanik, wo man sich überlegt, wie Punkte miteinander im Raum miteinander, Massenpunkte zum Beispiel im Raum miteinander wechselwirken oder elektrische Ladungen, da ist es wichtig, dass Sie ausdrücken können, wie weit zwei Punkte voneinander entfernt sind, weil das wird dann bestimmen, wie stark sie miteinander wechselwirken. Also das ist schon sehr wichtig. Also jetzt können wir Vektoren, wir können sie subtrahieren, aber wir können sie addieren, wir können sie subtrahieren, wir können sie mit einer skalaren Zahl multiplizieren, aber wir können Vektoren auch miteinander multiplizieren. Und eine einfache Art, das zu tun, und eine wichtige Art, das zwei Vektoren miteinander zu multiplizieren, das ist das Skalarprodukt. Gegeben sind zwei Vektoren a und b. Und aus diesen beiden Vektoren bilde ich jetzt durch skalare Multiplikation eine skalare Zahl. Man schreibt das Skalarprodukt als a Punkt b. A mal b. Bitte? Nicht wirklich. Also beim Vektorprodukt, da hat es was mit der Fläche zu tun. Beim Skalarprodukt eigentlich nicht. Das Skalarprodukt heißt Skalarprodukt, nicht zu verwechseln mit dem Produkt mit einer skalaren Zahl. Das heißt Skalarprodukt, weil das, was dabei herauskommt, eine skalare Zahl ist. Das Skalarprodukt ist definiert als Betrag von A mal Betrag von B mal Cosinus des eingeschlossenen Winkels. Was bedeutet das? Na, stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Vektoren, nennen wir sie wieder a und b. Diese Vektoren haben einen gewissen Betrag. A hat den Betrag von a, b den Betrag von b und auch eine bestimmte Richtung. Und sie schließen miteinander einen bestimmten Winkel ein, phi. Dieser Winkel kann 90 Grad sein, kann 180 Grad sein, aber kann auch 0 sein. Phi ist einfach der Winkel, der von diesen beiden Vektoren, das können Vektoren in zwei Dimensionen sein, aber auch Vektoren im dreidimensionalen Raum, Phi ist der Winkel, der von diesen beiden Vektoren eingeschlossen wird. Und wenn ich die beiden Beträge hernehme, der beiden Vektoren, und sie mit dem Cosinus des eingeschlossenen Winkels multipliziere, dann ist das das Skalarprodukt. Sie sehen, das Skalarprodukt ist eine Operation, die zwei Vektoren nimmt, den Vektor a und den Vektor b, und daraus eine skalare Zahl macht. Weil das hier hat jetzt
nichts mehr mit einem Vektor zu tun. Das ist einfach eine Zahl. Das ist eine Zahl, die kann 0 sein, die kann 1 sein, die kann 10.000 sein, je nachdem, wie groß die Beträge sind und wie groß auch der Kosinus des Winkels ist. So, das hier ist die Definition, die wir verwenden wollen. Sie können das natürlich auch so geometrisch auffassen. Ich mache da eine senkrechte Linie auf den Vektor a herunter von der Spitze vom Vektor b, dann ist das hier, das ist der Betrag von b mal den Kosinus des Winkels phi und diese ganze Strecke hier ist dann der Betrag von a und wenn ich diese beiden Strecken multipliziere, die mit der, dann kommt dabei das Skalarprodukt heraus. In Ihrer linearen Algebra-Vorlesung werden Sie das Skalarprodukt anders definieren. Aber der Inhalt, der wesentliche Inhalt ist dasselbe. Für das Skalarprodukt gibt es auch gewisse wichtige Eigenschaften. In der Mathematikvorlesung werden Sie sagen, das Skalarprodukt, das ist irgendwas, was diese Eigenschaften hat und dann leiten Sie diese Beziehung hier ab. Wir machen es umgekehrt. Wir sagen, das ist unsere Definition und aus dieser Definition leiten wir zum Beispiel ab, dass das Skalarprodukt kommutativ ist. Aber das sehen Sie eigentlich ganz einfach aus der Definition, weil ob ich hier Betrag von A mal Betrag von B schreibe oder Betrag von B mal Betrag von A, das ist egal. Nicht? Und darum ist es egal, in welcher Reihenfolge ich beim Skalarprodukt die beiden Vektoren schreibe. Das Skalarprodukt hat auch die Eigenschaft, dass wenn ich das nennt man Kommutativität, nicht? Das ist kommutativ. Skalarprodukt einer Zahl, die ich mit eines Vektors, den ich mit einer skalaren Zahl multipliziere, skalar multipliziert mit dem Vektor b, das kann ich auch so schreiben. Ich kann davor das Skalarprodukt von a mit b bilden und dann mit der skalaren Zahl Alpha multiplizieren, Alpha meinetwegen 3,5. Und deswegen kann ich die Klammer eigentlich weglassen. Das nennt man assoziativ. Und was ich noch tun darf mit dem Skalarprodukt, wenn ich einen Vektor habe, den ich skalar multipliziere mit einer Summe von zwei Vektoren, dann kann ich das so, wie ich das bei der Multiplikation gewohnt bin, schreiben als a mal b plus a skalar multipliziert mit c. Also Sie können so verfahren, wie Sie das normalerweise mit der Multiplikation tun. Sie können auch, wenn Sie von hier nach hier gehen, sozusagen das a herausheben. Das darf man tun. Dass man das tun darf, ist jetzt nicht was, was ich einfach jetzt definiere, das folgt aus dieser spezifischen Definition des Skalarprodukts. Das ist was, was ich eigentlich beweisen müsste. Im Skriptum drin ist es bewiesen, aber ich möchte jetzt nicht die Zeit damit verbringen, Ihnen zu beweisen, dass diese Beziehung gilt. So wie auch diese Beziehung gilt, so wie auch diese Beziehung gilt. Diese Beziehungen hier, die folgen aus der Definition des Skalarprodukts, die hier oben steht. Das sind nicht Dinge, die wir dazu erfinden müssen. Das sind jetzt einmal abstrakte Beziehungen, die ich hier Ihnen hingeschrieben habe, die ich aber aus der Definition des Skalarprodukts ableiten kann. Wie rechne ich jetzt mit dem Skalarprodukt? Ich habe zwei konkrete Vektoren gegeben in Komponenten, Schreibweise als AX, AY, B ist gleich B, X, B, Y und BZ. Was ist das Skalarprodukt von diesem Vektor? Das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren erhalten Sie dadurch, dass Sie AX mit BX multiplizieren. Dazu zählen Sie AY, ABY und noch AZ mal BZ.
Also Sie multiplizieren einfach die jeweiligen Komponenten miteinander und zählen das zusammen. Kleines Beispiel. Was ist das Skalarprodukt von 3 und 4 mal 1 und minus 2? Ich multipliziere davor die x-Komponenten. 3 mal 1 ist 3. Also 3 mal 1. Und zählen dazu das Produkt der y-Komponenten. 4 mal 2 ist 8, also minus 8, weil hier ein negatives Vorzeichen ist. 3 minus 8 ist minus 5. Das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren ist minus 5. Sie sehen, das ist eine Zahlmaß. Ich habe zwei Vektoren genommen und habe daraus eine Zahl gemacht. Das leistet das Skalarprodukt. Wie kann man das eigentlich sehen? Das ist ja auch nichts, was ich jetzt erfinden muss. Das folgt ja auch aus der Definition des Skalarprodukts. Und das lässt sich ganz einfach sehen, indem Sie die Vektoren schreiben mit Hilfe der Basisvektoren. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt. Sie können diesen Vektor hier A, den können Sie auch schreiben als AX, Einheitsvektor in X-Richtung, plus AY, mal Einheitsvektor in Y-Richtung, plus AZ, mal Einheitsvektor in Z-Richtung. Haben wir die Einheiten über Einheitsvektoren über die sogenannten Basisvektoren? Diese Vektoren EX, EY und EZ, die nennt man auch Basisvektoren. Diese Basisvektoren sind ganz einfach Vektoren der Länge 1, die in die Koordinatenrichtung X, Y und Z zeigen. Der Einheitsvektor EX ist ein Vektor in X-Richtung. Der Länge 1, der Einheitsvektor EY ist ein Einheitsvektor in Y-Richtung und der Vektor EZ ist ein Einheitsvektor in Z-Richtung. Ich kann den Vektor auffassen als eine Summe von diesen Basisvektoren multipliziert mit der Komponente des Vektors. Also was bedeutet in 2D, es ist vielleicht leichter zu sehen. Also wir x und y und haben einen gewissen Vektor gegeben. Dieser Vektor hat eine x-Komponente, also eine y-Komponente. Jetzt kann ich mir diesen Vektor vorstellen als die Summe von dem Vektor und dem Vektor. Aber diesen orangenen Vektor, den kann ich mir wiederum vorstellen als den Einheitsvektor in diese Richtung, multipliziert mit der Komponente des Vektors, ax mal ex. Und genauso geht es natürlich hier. Ich kann den Vektor eben darstellen, sodass es jetzt der Einheitsvektor in der Richtung. Und wenn ich den mit der Komponente in x in y-Richtung multipliziere, ay, ey, dann kommt der längere Vektor heraus. Und wenn ich die beiden miteinander also zusammenziehe, dann kriege ich ax, ex plus ay, ey. Das ist nur eine komplizierte Art, wenn Sie wollen, diesen Vektor darzustellen, aber eine praktische Art. Weil Sie sich aus dieser Darstellung leicht überlegen können, was passiert, wenn ich zwei Vektoren miteinander multipliziere. Dann probieren wir das, aber machen wir es in zwei Dimensionen, dann spare ich mir das Schreiben ein. Okay? Im Skriptum ist es drinnen für den vollen Dreidimensionalen. Also der Vektor B ist gegeben als bx mal ex plus by mal ey, weil der Einheitsvektor y ist. Jetzt multipliziere ich die beiden Vektoren zusammen. Skalar. Ich würde das Skalarprodukt in dieses Vektor schreiben. Schreibe es hin. Ax, ex plus ay
E y lambda multipliziert mit dx e x plus dy. Soweit, glaube ich, können Sie mir folgen. Jetzt verwende ich die Rechenregel für das Skalarprodukt. Und wenn ich die hier anwende, dann kriege ich verschiedene Terme. Dann kriege ich zunächst das multiplizierte D. Also ax, bx mal ex Skalar multipliziert mit ex. Dann kriege ich den Term heraus, der auf dem Produkt von diesen beiden Termen besteht. Also ax, by, ex, Skalarprodukt mit ey. Also ein gemischter Term. Dann kriege ich noch den Term ay, bx, dx, das ist ein bisschen mühselig, da die Schreibarbeiten, aber das muss alles sein. Plus noch den Produkt von diesen beiden. Rechne einfach diese beiden Klammern auf. AY, BY, EX, EY, Skalarprodukt multipliziert mit EY. So was habe ich jetzt erreicht. Sehen, ich habe hier das Skalarprodukt von EX mit sich selbst, das Skalarprodukt von EX mit EY, das Skalarprodukt von EY mit EX, das und das sind natürlich gleich. Und das Skalarprodukt von ey mit ey. Was ist denn jetzt das Skalarprodukt eines Einheitsvektors mit sich selbst multipliziert? Gehen wir zurück zur Definition. Ich multipliziere einen Vektor mit sich selber. Was ist der Winkel, den ein Vektor mit sich selber einschließt? Der ist 0. Der Koskos von 0 ist 1. Also ist ein Skalarprodukt eines Vektors mit sich selber nur der Betrag zum Quadrat übrig. Aber der Betrag von einem Vektor ist ja 1. Also ist das hier gleich 1. Was ist mit ex mal ey? 0. 1 oder 0? 1. Hier verarbeiten. Wer ist für 1? Wer ist für 0? Stimmt, 0. Multipunkt-Joker hat funktioniert. Es stimmt 0, weil die Vektoren EX und EY, die stehen aufeinander senkrecht. Weil wir Koordinatenachsen so definiert haben, dass sie aufeinander senkrecht stehen. Zwei Vektoren, die aufeinander senkrecht stehen, schließen einen Winkel von Pi halbe ein. Also der Kosinus von Pi halbe ist 0. Also ist das Skalarprodukt zweier Vektoren, die aufeinander senkrecht stehen, das ist eine wichtige Anwendung des Skalarprodukts, das ist 0. Also ist das hier 0, genauso das hier, und das hier ist 1. Wenn Sie mir jetzt erlauben, hier oben weiter zu machen. Da bleibt hier also nur übrig AXBX plus AYBX. Sie sehen, dass Sie mit Hilfe dieser Überlegung und der Basisvektor sich ganz leicht ausrechnen haben können, was das Skalarprodukt in der Darstellung, in der Komponentenweise darstellt. Wozu ist das ganze Zeug jetzt gut? Was kann ich mit dem Skalarprodukt machen? Mit dem Skalarprodukt, wir haben es gerade getan, können wir zum Beispiel testen, ob zwei Vektoren aufeinander senken. Wir haben uns da einen Vektor gegeben, 3, 4, 5, einen anderen Vektor minus 1, 10, 17, und Sie sollen mir sagen, stehen diese beiden Vektoren aufeinander senken. Wie macht ihr das? So einfach ist es ja nicht. Sicher, so können Sie ja nicht hinzeichnen und mit Winkelmesser messen. Das ist ja keine mathematische Methode. Aber Sie können das Skalarprodukt bilden. Und wenn Sie das Skalarprodukt bilden von A nach B, und Sie bilden, dass das Skalarprodukt verschwindet, dann wissen Sie, dass die beiden Vektoren aufeinander senken. Sie
sofern keiner der beiden Vektoren ein Nullvektor ist. Weil dann wäre auch, alles relativ. Also das bedeutet, dass die beiden Vektoren senkrecht aufeinander stehen. Eine nette Annahme des Skalars. Ein Test nach Orthogonalität. Stellen Sie sich wieder vor, Sie haben zwei Vektoren gegeben, als drei Zahlen. Also jetzt sollen Sie den Winkel bestimmen, der von diesen zwei Vektoren eingeschlossen wird. Wie machen Sie das? Wenn wieder den hergehenden Winkelmesser ausmessen, Sie würden es ja machen. Das ist nicht wirklich praktisch. Aber was Sie tun können, ist das Skalarprodukt ausrechnen. Sie rechnen das Skalarprodukt aus zwischen diesen beiden Vektoren. Wir wissen, dass das Skalarprodukt gleich den Betrag einmal den Betrag von B ist, weil im Kosinus des eingeschlossenen Winkels ist. Jetzt kann ich den Kosinus auf eine Seite bringen und den Rest auf die andere. A mal B, Nullbetrag von A und B. Und jetzt nehme ich einfach von diesem ganzen Zeug hier den A des Kosinus. B ist gleich A des Kosinus von A mal B durch Betrag von A mal Betrag von B. Also Sie berechnen das Skalarprodukt, das funktioniert so. Sie berechnen den Betrag, wissen Sie auch, es geht von A und von B, Sie dividieren das voneinander, tippen hier da schreiben A des Kosinus ein und schon wissen Sie, was der Winkel ist. Ohne sich eine geometrische Vorstellung sicher beiden Vektoren gemacht haben zu müssen. Eine andere wichtige Anwendung des Skalarprodukts ist die Projektion eines Vektors auf einen anderen. Im Skript finden Sie noch ein paar andere Anwendungen, ich möchte aber noch die Projektion kurz beschreiben. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Vektor B und Sie möchten jetzt bestimmen, die Komponente des Vektors B, die in Richtung A zeigt. Also Sie wollen zum Beispiel den Vektor aufteilen in zwei Komponenten, in eine Komponente in Richtung A zeigt und in eine Komponente, die senkrecht ist. Wie kann ich diesen Vektor hier, diese Komponente in Richtung A, mit Hilfe des Skalarprodukts ausdrücken? Also, das hier ist eigentlich das Winkel. Beschäftigen wir uns einmal mit diesem Vektor hier B, A. Komponente des Vektors B in Richtung A. Was ist die Länge von diesem Vektor? Was ist die Länge von B, A? Was ist der Betrag? Der Betrag von A ist einfach diese Länge. Und wenn ich die Länge von B kenne und den Winkel B, dann kann ich das einfach ausrechnen als Betrag von B. Ein Kosinus des Winkels gibt. Einverstanden. Das wäre jetzt die Länge von diesem Vektor. Aber es braucht auch eine Richtung. Und die Richtung soll die Richtung von A sein. Damit ich aber letztendlich den Vektor BA herauskriege, muss ich den Betrag des Vektors bei Kosinus B multiplizieren mit dem Einheitsvektor in Richtung A. Das gibt dem Vektor die Richtung. Das hier ist ja noch keine Richtung. Jetzt muss ich dem Vektor noch eine Richtung geben. Das ist A dividiert durch den Betrag von A. A dividiert durch den Betrag von A ist der Einheitsvektor in Richtung A. Jetzt multipliziere ich das oben und unten mit. Noch einmal mit A. Dann sehen Sie, dass hier jetzt letztlich das Skalarprodukt steht. A mal B. Also ist das, schreibe ich diese Version, Skalarprodukt von A mal B durch den Betrag von A sich dann A mal A. Jetzt haben Sie hier einen Ausdruck stehen für diesen Vektor, den wir gesucht haben, nämlich die Projektion von B auf A. Sie muss sich überhaupt nicht über Winkel Gedanken machen. Alles, was Sie brauchen, ist
das Skalarprodukt berechnen zu können und den Betrag danach und die Arten des Betrags. Also sehen irgendwie, was das Schöne ist an dieser Vektorrechnung oder von der Mathematik im Allgemeinen. Sie können, was Sie machen müssen, ist, Sie müssen sich einmal klar sein, was Sie wollen, dann den mathematischen Formalismus aufstellen und dann können Sie den mathematischen Formalismus loslaufen lassen, ohne in jedem Schritt nachvollziehen zu müssen, was da eigentlich passiert, was da eigentlich geometrisch passiert. Da können Sie natürlich auch und können über Winkel nachdenken, aber das wird jetzt sehr schnell kompliziert. Wenn Sie diesen mathematischen Formalismus haben, können Sie nehmen und anwenden und kriegen dann ein Ergebnis. Ich mache Ihnen ein Beispiel, wo das wichtig ist. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie haben hier ein Objekt und dieses Objekt zieht auf diesem Objekt eine Kraft F. Das läuft vielleicht hier auf Ihnen und wird verschoben. Aber nur entlang dieser Richtung. Um den Vektor S. Die Kraft hat einen Betrag und eine Richtung, ist also auch ein Vektor. Sie möchten jetzt die Arbeit berechnen, die Sie verrichtet haben aufgrund der Verschiebung dieses Objekts um den Vektor S zur Ausübung der Kraft F. Jetzt ist für diese Arbeit, wenn wir sie wählen wollen. Für diese Arbeit ist nur wichtig, jener Anteil der Kraft, der in Richtung des Weges zeigt. Also Arbeit ist Kraft mal Weg, aber die Kraft, die wirklich zählt, ist nur die, die in Richtung des Weges zeigt. Also projiziert auch diese Verschiebung. Ich glaube, das hat einmal so. Nennen wir diese Kraft hier Fs. Weil das ist die Kraft in Richtung des Weges. Mal den Betrag von S. Der Betrag von S ist einfach die Strecke, die ich dieses Ding dann geflogen habe. Alle Dinge, ich hoffe, dann kannst du ziehen. Und S ist die Projektion der Kraft in diese Richtung. Das kann ich aber auch schreiben als Betrag der Kraft mal den großen Assistenz P. Mal den Betrag von S, den habe ich noch von hier. Jetzt schreibe ich das etwas groß, damit Sie es leichter sehen. Betrag der Kraft, Betrag der Verschiebung mal großen Assistenz P. Ihr seht, das ist einfach Kraft. Skalar. Mit dem Weg. Funktioniert natürlich nur, wenn diese Verschiebung, hier linear passiert, wenn es nicht eine wilde Kurve ist. Aber was Sie hier gemacht haben, ist durch Verwendung des Skalars. Also was Sie jetzt haben, ist die Arbeit ausgedrückt als Skalarprodukt der Kraft mit der Verschiebung. Und diese Abhängigkeit von der Richtung, in der Sie ziehen, die haben Sie da ganz automatisch eingebaut. Da müssen Sie sich jetzt nicht mehr Gedanken machen, was ist jetzt der Winkel genau, ist es jetzt 30 Grad oder 47 Grad. Das steckt da alles im Kraftvektor drinnen und dann multiplizieren Sie den Skalarprodukt mit den Verschiebungsvektor. Und sind damit schon fertig. Ja. Ist Fs kein Vektor? Fs habe ich hier jetzt nicht als Vektor hingeschrieben. Wenn Sie wollen, dann kann ich das auch als Vektor hinschreiben, nehmen davon den Betrag. Weil ich glaube, der Betrag ist halt das Wichtige hier. Kraft in Wegrichtung mal Weg. Auch eben um bei der Formel BA ist gleich und dann haben wir Vektor A mal Vektor B und dann ist am Ende nochmal Vektor A. Kann man das nicht irgendwie, dass man Vektor A Quadrat macht? Ich meine, da hast du es. Ja. Nein, das geht eben nicht. Das geht eben nicht. Weil der Vektor da in dem Skalarprodukt. Übrigens, das ist A Quadrat. Da müssen wir überhaupt definieren, was ist der Vektor A
zum Quadrat. Der Vektor a zu 2 a könnte, Sie könnten das eventuell definieren als a klar multipliziert mit a, und das werden Sie auch noch zu sehen in der Literatur, aber nicht alles in sich einig, dass das eine gute Notation ist. Ja. Können Sie vielleicht kurz erklären, was das Gelabdruck eigentlich sozusagen geometrisch ist? Weil was rechne ich mir damit aus, wenn ich mir das vorstellen will? Ja, was ich ausrechnen ist, diese Länge hier projiziert auf den Vektor A, diese Länge multipliziert mit der Länge. Aber es ist jetzt nicht eine Fläche, die jetzt von den Vektoren A verspannt wird, das ist dann beim Vektorprodukt so. Aber man merkt, ich kann es nicht sagen, der Cosinus des eingeschlossenen Winkels, das ist die geometrische Vorstellung, die Sie hier verwenden können. Und da sagt er auch, wann das Skalarprodukt 0 ist und wann nicht. Ich wollte erklären, wie man aus zwei Vektoren auch das Multiplikation einen anderen, einen dritten Vektor bilden kann. Und das ist das Kapitel Vektorprodukt. Also das Vektorprodukt ist ein Produkt aus zwei Vektoren. Wir schreiben es als a kreuz b. Nennen wir den Vektor, der dabei rauskommt, c. Also im Gegensatz zum Skalarprodukt, bei dem, wenn ich zwei Vektoren miteinander multipliziere, ein Skalar herauskommt, kommt beim Vektorprodukt ein Vektor heraus. Ein Vektor muss einen Betrag und eine Richtung haben. Schauen wir uns vor den Betrag des Vektors. Was ist der Betrag des Vektors? Das ist so ähnlich wie beim Skalarprodukt, der Betrag von a mal der Betrag von b mal den Sinus des eingeschlossenen Vektors. Nennen wir den Sinus wieder zurück. Dafür gibt es auch eine einfache geometrische Bedeutung. Jetzt haben wir einen Betrag definiert für dieses Kreuzprodukt, vielleicht auch Kreuzprodukt oder Vektorprodukt, aber noch keine Richtung. Aber was ist der Betrag? Also wenn ich hier den Vektor a und hier den Vektor b, dann ist das der Winkel phi. Wenn ich jetzt den Betrag von b hernehme und mit dem Sinus vom Winkel multipliziert, dann kriege ich diese Strecke, nennen wir sie h. Ich nenne sie h, weil ich das als Höhe auffassen will von diesem Parallelogramm. Sie haben hier also stehen die Grundlinie mal der Höhe des Parallelogramms und das ist die Fläche des Parallelogramms. Also der Betrag des Skalar, des Vektorprodukts ist die Fläche des von den beiden Vektoren aufgespannten Parallelogramms. Jetzt brauchen wir aber noch eine Richtung. Ich habe jetzt den Vektor einen Betrag verpasst, aber habe noch nicht definiert, in welche Richtung es geht. Die Richtung des Kreuzprodukts, des Vektorprodukts, ist so, dass das Vektorprodukt sowohl auf den Vektor b als auch auf den Vektor a senkrecht steht. Bei zwei Vektoren a und b, und ich werde dann der Vektor c. Also zeichne die vertikale Achse. Es gibt aber noch zwei Möglichkeiten. Hier gibt es auch noch zwei Möglichkeiten, weil der Vektor, den er hier herunter zeigt, der ist ja genauso senkrecht, sowohl auf a als auch auf b. Also zu verlangen, dass das Vektorprodukt senkrecht ist, sowohl auf a als auch auf b, das reicht nicht, weil wir immer noch zwei Alternativen haben. Wenn ich aber verlange, dass die Vektoren a, b und a kreuz b ein Rechtssystem bilden, dann definiere ich auch die Richtung. Was ist ein Rechtssystem? Können Sie sich das anschärfen, der rechten Hand?
leicht überlegen. Also stellen Sie sich vor, das hier, der Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, das sind die rechtlichen Finger. Stellen Sie sich vor, das ist Ihre rechte Hand. Hier zeigt es A her, hier zeigt B her. Dann ist das die Richtung von A schweiß A. Also das ist A, das ist B, dann zeigt C in diese Richtung und nicht in diese. Also das, dann bildet A, B und C ein Rechteck. Sie können sich das auch verschrauben, überlegen, wenn Sie A nach B drehen, dann wird es zweitens lang zeigt Schrauben in Richtung von Ihrer Richtung. Also wir haben jetzt einen Vektor. Einen Vektor, der hat eine Quadratik, das ist die Fläche des abgepassten freien Lokals und auch eine Richtung. Das möchten wir natürlich auch beim Kreuzprodukt aus der Komponentenschreibweise den Vektor berechnen können, das Kreuzprodukt. Ich schreibe Ihnen das hin. Wie das, warum das so ist, das ist Ihnen jetzt gleich schon sagen. Ich schreibe Ihnen, wie ich das immer mache. Sie haben vielleicht Ihre eigene Methode in der Schule gelernt. Aber ich mache das immer so, Komponentenweise. Ich decke mir davor die erste Zeile ab hier, also das. Und ich will das in dem und subtrahiere das Produkt von den beiden. Also das AY gegen Z, minus AZ. Dann geht die zweite Reihe ab und kehre eine Stufe runter, das ist dann AZ mal BX minus AX mal BZ. Und dann decke ich die letzte Reihe ab und gehe hier wieder rauf. AX mal BY, also das ist D minus D minus B. Warum das so ist? Das sehen Sie auch, wenn Sie wenn Sie das mit Hilfe der raschen Vektoren, der Einheitsvektoren in Richtung x, y und z darstellen und dann die Definition des Vektorprodukts verwenden. In der mittleren Reihe ist ein Minus. Also es ist das Minus AZBX. Nein, das ist ja, man muss das Vorzeichen umdrehen. Das Komische ist, im Skriptum ist es so drin, aber am Fuß hat man es gestern so erklärt, dass in der mittleren Reihe wirklich das Minus drin ist. Ja, aber das ist auch eine Reihe, weil wenn es erst AX, BZ, dann muss man es umsetzen. Wenn es erst AZ, BX, dann muss man es. Ja, dann will ich das Ganze schreiben als minus AX, BZ plus AZ, BX. So haben Sie gemeint, oder? Ja. Natürlich das selbe. Das kommt ja auf die Reihenfolge nicht vermachen. Aber wenn Sie das nicht glauben, dann schreiben Sie einfach die Vektoren hin, mit Hilfe der Basisvektor, rechnen das Kreuzprodukt an, oder rechnen Sie die Klammern, positionieren die aus und überlegen Sie dann mit Hilfe der Definition des Vektorprodukts, was die Vektorprodukte der zum Beispiel von EX Kreuz in Y. Das zum Beispiel. Das können Sie sich anhand der Definition überlegen. Und dann sollten Sie drauf kommen, dass dieser Ausdruck steht. Für das Vektorprodukt gibt es auch eine Reihe von Regeln, die Sie folgen müssen, wenn Sie dann implantieren müssen. Das Vektorprodukt ist antikommutativ. Das heißt, dass wenn Sie die Reihenfolge von B und A verdauen, dann ändert sich das Wort, weil dann gibt es Rechtssystem oder Linkssystem. Wenn ich sozusagen nicht A mit B vertausche, dann dreht C die Richtung. Wenn ich vertausche A und B, dann zeigt das Vektor C plötzlich nach unten. Deswegen muss ich, wenn ich A und B nicht tausche, das Vorzeichen ändern und diese Eigenschaft nennt man Anti-Kommutativität.
Aber das Vektorprodukt ist so wie das. Das Skalar, so wie das Skalarprodukt distributiert. Das heißt, wenn ich ein Alpha A habe, kreuz B, dann ist das natürlich gleich wie Alpha mal A kreuz B. Und das heißt, dass ich die Klammer überhaupt weg lasse. Ich kann auch das Kreuzprodukt so auf eine Summe verteilen wie die normale Multiplikation und auch eine Skalare, wie das Skalarprodukt. Wenn ich hier A im Skalar Kreuz multipliziert mit B plus C habe, dann ist das gleich A Kreuz B plus A Kreuz C. Also da kann ich ganz normal arbeiten mit dem Vektorprodukt, wie ich es bei der Multiplikation gewohnt bin. Nur, dass ich aufpassen muss, dass sich das Vorzeichen umkehrt, wenn ich die Reihenfolge der Multiplikation darstellen. So, wozu ist das Vektorprodukt gut? Wir haben gelernt, dass mit dem Skalarprodukt, wenn wir testen, nach Orthogonalität. Wenn das Skalarprodukt 0 ist, dann wissen wir, die Vektoren sind orthogonal. Was wissen wir, wenn wir feststellen, dass zwei Vektoren, die nicht der Nullvektor sind, wenn das Vektorprodukt dieser beiden Vektoren gleich 0 ist? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die parallel sind. Weil wenn der eingeschlossene Winkel hier, wenn der eingeschlossene Winkel gleich 0 ist, dann ist das Sinus des Winkels gleich 0. Und dann verschwindet das Kreuzprodukt. Also wenn zwei Vektoren parallel zueinander sind, dann verschwindet das Kreuzprodukt. Das heißt, ich kann testen, zwei Vektoren parallel zueinander sind. Ich kann auch das Kreuzprodukt verwenden, um einen Vektor zu konstruieren, der orthogonal ist auf zwei gegebene Vektoren. Ich habe A und B gegeben und die A-Modelle lautet, bestimmt sie einen Vektor, der orthogonal auf diese beiden Vektoren steht. Das kann ich auch mit dem Vektorprodukt sehen. Ich kann auch natürlich die Fläche des Parallelogramms ausrechnen, das von den beiden Vektoren aufgespannt wird. Das haben wir auch dazu überlegt. Wir rechnen dann einfach A kreuz B mit dieser Regel hier. Dann bilde ich den Betrag davon, indem ich die Komponenten des Vektorprodukts quadriere und zusammenziehe und zusammenfasse. Und das ist dann gleich der Fläche, des aufgespannten Parallelogramms. Mit Hilfe des Vektorprodukts kann ich auch das Volumen eines aufgespannten Spats bestimmen. Und wenn ich halte, das Produkt, das ich mir jetzt auf jeden Fall will, das Spatprodukt. Wenn ich mir vorstelle, ich habe drei Vektoren. A und B und C. Ich kann auf diesen drei Vektoren das sogenannte Spatprodukt A, B und C bilden, indem ich davor A mit B skalar multipliziert, vektoriell multipliziert und dann das Ganze mit C skalar multipliziert. So, was tut das jetzt geometrisch? Geometrisch passiert hier Folgendes. Also ich kann es ja auch hinschreiben als Betrag von A kreuz B mal Betrag von C mal Cosinus von Phi. Wobei jetzt der Winkel Phi der Winkel ist, der vom Kreuzprodukt A kreuz B aufgespannt wird. Gebildet wird mit dem Vektor C. Ich benutze hier einfach die Definition des Skalarprodukts.
ich nehme den Vektor c und schaue, welchen Vektor der Vektor c, welchen Winkel der Vektor c mit dem Vektor a kreuz b aufspannt. A kreuz b habe ich hier gezeichnet, ergibt sich aus dem vektoriellen Produkt zwischen a und b. A zeigt daher, b zeigt daher, also muss c darauf. A kreuz b steht sowohl als auf a als auch auf b senken. So, aber was ist denn das? Was ist das geometrisch? Wir wissen, dass der Betrag von A kreuz B, das ist die Fläche des aufgespannten Parallelogramms. Also wir können hier ein Parallelogramm herzeichnen und die Fläche davon, der Flächeninhalt, ist gleich der Betrag von A kreuz B. Also der Teil hier ist A kreuz B. Was ist denn jetzt C mal den Kosinus von B? C mal den Kosinus von B ist die Projektion des Vektors C auf in die Richtung A kreuz B, also senkrecht auf A und B. Das ist also die Höhe dieses sogenannten Spats. Spat ist eben das Aufgespannt hier von dem Vektor. So, jetzt, wenn Sie sich das jetzt wegdenken, das ist die Höhe davon, also habe ich die Grundfläche mal drin, also ist das Volumen. Was ist das Volumen dieses Körpers, der aufgespannt wird durch diese drei Vektoren? Auch eine schöne Sache, man muss nicht daran nachdenken, weil es ist schwierig. Das Volumen dieses Körpers da, das ist gegeben durch das Spatzprodukt der Vektoren hin zu den drei Kanten. A, B. Für das Spatprodukt gibt es auch gewisse Regeln, aber diese Regeln, die können Sie nachschauen, wenn Sie welche haben, die wollen jetzt nicht mehr. Ja. Wenn das Vektorprodukt 0 ist, kann es auch antiparallel sein, weil dann wäre das 7 dann auch 0. Wenn das Vektor. Dann ist mein oben der Vektorprodukt 0 ist, muss parallel liegen. Können Sie dann eigentlich auch antiparallel liegen? Ah ja. Ja, ja. Weil das Sinus ist ja auch 0 bei 180. Wozu das Spatprodukt benutzen können, ist, um festzustellen, ob drei Vektoren in der gleichen Ebene liegen. Wenn A und B und C in der gleichen Ebene liegen, wenn C zum Beispiel hier wäre, dann ist das aufgespannte Volumen natürlich 0, weil drei Vektoren in der gleichen Ebene liegen, die spannen kein Volumen ab. Also wenn Sie feststellen wollen, ob drei Vektoren komplanar sind, so nennt man das, wenn sie in der gleichen Ebene liegen, dann können Sie das Spatprodukt hier verwenden. Wenn 0 dabei erwarten, dann wissen Sie, aha, die drei Vektoren liegen in derselben Ebene. Ich will Ihnen zum Schluss noch eine Anwendung zeigen für das Klarprodukt und auch eine Anwendung für das Vektorprodukt. Folgendes Problem. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Flüssigkeitsströmung. Eine Flüssigkeit, die in diese Richtung strömt. Die Flüssigkeitsströmung hat die Eigenschaft, dass sie homogen ist. Das heißt, dass die Flüssigkeit hier überall mit der gleichen Geschwindigkeit strömt. Die gleiche Geschwindigkeit heißt, die Strömung in die gleiche Richtung und die gleiche Betrag.
In einem Fluss ist es ja nicht so, am Rand ist es langsamer als in der Mitte, aber wir stellen uns vor, wir haben hier eine Strömung, dreidimensional, und da fließt diese Flüssigkeit in diese Richtung, und zwar mit der Geschwindigkeit V. Und weil die Geschwindigkeit einen Betrag und eine Richtung hat, ist es ein Vektor. Durch diese Pfeile hier gekennzeichnet. Jetzt haben Sie in dieser Flüssigkeitsströmung eine gewisse Fläche. Was ist das? Das ist eine Draht, als eine Drahtschlaufe vor, durch die die Flüssigkeit durchströmen kann. Jetzt möchte ich gerne wissen, wie viel Flüssigkeit strömt hier pro Zeiteinheit durch diese Fläche. Das hängt natürlich von der Fläche ab und von der Orientierung dieser Fläche. Ich möchte jetzt das Skalarprodukt dazu benutzen, um einen sehr allgemeinen Ausdruck dafür hinzuschreiben, für diesen Fluss, also für das Flüssigkeitsvolumen, das pro Zeiteinheit durch diese Fläche durch. Und das mache ich folgendermaßen. Das Erste, was ich brauche, ist, ich definiere mir für diese Fläche einen Vektor, nennen wir den Vektor F, Flächenvektor. Und dieser Vektor, dieser Flächenvektor, soll folgende Eigenschaft haben. Also diese Fläche hier ist eben. Dieser Flächenvektor soll, ein imaginärer Vektor, Flächenvektor soll die Eigenschaft haben, dass er als erstes der Betrag von F ist der Flächeninhalt. Und die Richtung von F ist so, dass F senkrecht auf der Fläche steht. Das ist der sogenannte Flächenvektor. Sie werden den Flächenvektor noch öfters sehen im Laufe Ihres Studiums. Das ist ein Vektor, der als Länge den Flächeninhalt hat und als Richtung senkrecht auf der Fläche steht. Also wenn ich den Flächenvektor haben möchte für diese Fläche, dann muss der senkrecht dazu stehen und muss als Länge den Flächeninhalt haben. Je länger der Vektor, umso größer ist die Fläche, die ich dadurch darstelle. Ja. Woher weiß ich den Richtungssinn des Vektors? Bitte? Den Richtungssinn des Vektors. Es gibt zwei, die normal stehen. Ja, da haben Sie recht. Also, das ist, wenn Sie wollen, ist willkürlich, wenn Sie den Vektor in die andere Richtung zeigen. Dann kommt ein negativer Fluss heraus. Wenn Sie den Fluss positiv haben wollen, dann müssen Sie aufpassen, dass Sie den in eine Richtung wählen, sodass das Skalarprodukt des Flächenvektors mit dem Geschwindigkeitsvektor positiv ist. Wir können das dann nachher besprechen, wenn der Ausdruck da steht. Aber das ist gewissermaßen, Sie haben ganz recht, das ist wichtig. Wir können es so definieren oder so, und es ändert dann das Vorzeichen des Flusses. So, jetzt haben wir diesen Flächenvektor definiert. Wir wissen, stellen wir uns vor, wir wissen, was der Flächenvektor ist. Ich zeichne jetzt ein, stell mir vor, ich nehme alle Flüssigkeitsteilchen, die zum Zeitpunkt 0 sich in dieser Fläche befinden, und verfolge, was mit ihnen passiert, wenn ich eine gewisse Zeit verstreichen lasse. Durch diese Strömung bewegen sich die weiter. Und alle diejenigen Flüssigkeitsteilchen, die zum Zeitpunkt 0 in dieser Fläche waren, sind zum Zeitpunkt D, weil das eine, jetzt stellen Sie sich vor, diese Fläche schaut sich halt gleich aus, die haben sich alle um eine Verschiebung V mal D weiter bewegt. Warum? Weil ich annehme, ich habe eine homogene Strömung, und in der homogenen Strömung passiert mit allen Flüssigkeitsteilchen dasselbe. Alle, die da drin waren, sind jetzt da. Und das Volumen, das Flüssigkeitsvolumen, das hier durchgeströmt ist, ist gleich dem Volumen dieses schiefen Zylinders mit dieser unregelmäßigen Fläche. Ich möchte jetzt also das Volumen hier ausgeben. Ich kenne die Verschiebung. Ich möchte das Volumen dieses Zylinders abnehmen. Der Zylinder, wenn Sie sich das gedreht vorstellen, der hat eine gewisse Höhe. Und die Höhe des Zylinders ist
die Projektion dieser Verschiebung V mal D in die Richtung des Flächenvektors. Also stellt sich vor, dass die Geschwindigkeit mit dem Flächenvektor den Richtung Phi aufspannt. Dann ist das Volumen gleich der Grundfläche dieses schiefen Zylinders. Wenn ich den anders hinzeichne und von der Seite mir anschaue, dann schaut er so aus. Was ich jetzt ausrechne, und hier habe ich diese physische Fläche, und hier auch, was ich mir jetzt ausrechne, ist diese Höhe. Diese Höhe da. Und diese Höhe ist gleich dem Projektion des Verschiebungsvektors auf den, in die Richtung des Flächenvektors. Also wenn Sie das von der Seite anschauen, das schaut das so aus. Das ist der Flächenvektor und das war der, ist unser Verschiebungsvektor. Entschuldigung. So, ich will mir jetzt dieses Volumen ausrechnen. Und das Volumen ist die Grundfläche und wir haben ja vereinbart, dass der Betrag des Flächenvektors gleich dem Flächeninhalt ist, mal der Höhe. Aber die Höhe ist V, ist der Betrag dieser Verschiebung, mal den Kosinus des eingeschlossenen Winkels. Ja, warum? Weil ich ja diese Länge nehmen muss und nicht die volle. Es zählt ja nur die Höhe und warum muss ich diese Richtung, dieses Phi, berücksichtigen? Also das ist das V mal Kosinus Phi. Jetzt ziehe ich das D hier heraus, dann steht hier Betrag von F mal Betrag von V mal den Kosinus von Phi. Und das ist nichts anderes als das Skalarprodukt von F mal V. Und dann haben Sie hier stehen, wenn ich das umschreiben darf, V durch D, also Flüssigkeitsvolumen pro Zeit, ist gleich Flächenvektor, Skalar multipliziert mit dem Geschwindigkeitsvektor, mit dem Strömungsvektor. Und das hier ist der Fluss, nennen wir den Fluss Phi. Das ist das große kritische, das große eigentlich so. Was wir hier durch geschickte Definition des Flächenvektors erhalten haben, ist ein Ausdruck, der automatisch die Orientierung der Fläche bezüglich der Geschwindigkeitsvektors berücksichtigt. Und überlegen, wie diese Fläche eigentlich steht. Das ist hier alles automatisch drin. Und jetzt können wir uns überlegen, was passiert, wenn diese Drahtschlinge, die Sie sich da vorgestellt haben, wenn die sozusagen parallel orientiert ist zur Strömung, dann fließt natürlich nichts durch. Wenn das meine Drahtschlinge wäre und ich halte sie und da kommt die Flüssigkeit daher. Wenn ich die so halte, dann fließt da viel durch, aber wenn ich die so halte, dann fließt nichts durch, weil in dieser Richtung habe ich keine Geschwindigkeitskomponente. Aber wenn ich die so halte, dann ist der Bilder der Flächenvektor mit dem Geschwindigkeitsvektor einen rechten Winkel, der Kosinus ist dann 0 und der Fluss deswegen auch. Das ist hier automatisch berücksichtigt. Wenn ich jetzt den Flächenvektor anders definiert, dann kriege ich dann hier ein negatives Vorzeichen, dann ist das Plus halt negativ, weil dann die Flüssigkeit entgegen der Richtung des Flächenvektors durch diese Schlinge durchgerollt ist. Aber wenn ich nur an Betrag interessiert bin, dann könnte ich, wenn ich wollte, auch passen. Also die ganze Geometrie des Problems steckt sozusagen hier im Skalarprodukt und das ist das. Das ist das Praktische daran, wenn Sie dann den Flächenvektor definiert haben für Ihr bestimmtes Problem und die Geschwindigkeit kennen, haben Sie nur mehr das Skalarprodukt zu geben und können auch die können alles weiter vergessen. Noch eine Anwendung des Kreuzprodukts. Hier geht es wieder um die Darstellung einer gewissen Art von Bewegung, nämlich einer Drehbewegung. Sie haben eine Achse, die sich dreht. Und an dieser Achse hängt
8, dann R, ein Punkt, das ist der Punkt, das ist der Punkt, der dreht sich um diese Achse. Und zwar mit einer bestimmten Abstand, dreht sich um diese Achse mit einer bestimmten Winkelgeschwindigkeit Omega. Das heißt, dieser Punkt hier, die Verbindung vom Punkt mit der Achse, die legt pro Zeiteinheit einen gewissen Winkel zurück. Und diese Winkelgeschwindigkeit, also Winkel pro Zeit, das nenne ich Omega. Das Ganze ist jetzt so, dass wenn ich von oben runter schaue, dann soll sich das im Uhrzeigersinn bewegen. Also in diese Richtung. Ich definiere mir jetzt einen. Aber wenn ich von oben runter schaue, nicht. Ah ja, doch. Stimmt. Also wenn ich von oben, wenn ich in Richtung des Vektors schaue, bis auf. Von wo man es anschaut, es wird immer gegen den Uhrzeigersinn sein. Übrigens, wenn Sie Fehler bin, bitte sagen Sie es mir. Dann kann ich Sie für die nächste Generation aussetzen. Auch Sie haben schon profitiert von den Fehlern, die ich früher gemacht habe. Die Fehlerdichte im Skriptum ist, sollte klein sein, aber nicht. Das ist kein Fehler, weil da steht, dass von der Spitze aus gesehen. Ja, aber von der Spitze aus. Ja. Ist gegen den Uhrzeigersinn. Ja, aber da stimmt das. Da stimmt das Griff. Das ist schon sehr gut. Ja. Ich habe jetzt einen Punkt. Es hat aber einen Professor gegeben an der Stanford Universität, Donald Knuth, der hat ein berühmtes Buch geschrieben, die Art of Computer Programming. Und der hat seinen Studenten Burns gesagt: für den ersten Fehler, der gefunden wird und der ihm mitgeteilt wird, gibt es einen Dollar Prämie. Für den zweiten Dollar, für den zweiten Fehler 2 Dollar, für den dritten 4, danach 16 und so weiter und so weiter. Sie sehen, das ist exponentielles Wachstum. Also der war sich schon sehr sicher, dass nur noch wenige Fehler im Skriptum drin sind. Das traue ich mich nicht. Aber wenn Sie Fehler finden, dann wäre es. Also definieren wir jetzt die Drehachse, also wir definieren einen Vektor, der in diese Richtung zeigt, den wir nach oben, und der als Betrag die Winkelgeschwindigkeit hat. Also der Winkel, der pro Zeiteinheit zurückgelegt ist. Und jetzt möchte ich für diese Situation irgendwie den Geschwindigkeitsvektor, Vektor der momentanen Geschwindigkeit hier darstellen. Also der Betrag dieser Geschwindigkeit ist natürlich Radius mal zurückgelegt, mal Winkelgeschwindigkeit. Warum? Weil die Winkelgeschwindigkeit der zurückgelegte Winkel ist und der Winkel mal dem Radius ist der Bogen. Also ist der Radius bei der Winkelgeschwindigkeit die Geschwindigkeit. Also das ist Winkel pro Zeit. Schreiben wir das hin jetzt mal. Das ist Winkel pro Zeit. Aber Radius mal Winkel ist Bogenlänge pro Zeit. Und das ist natürlich die Geschwindigkeit dieses Punktes.
Jetzt möchte ich gern diese Geschwindigkeit auch ausdrücken mit Hilfe eines Vektors, den ich hier einfach zeichne, von irgendeinem Punkt an der Achse zum Punkt, der sich bewegt. Und diesen Vektor, den nenne ich x. Dann ist der Betrag von v gleich dem Betrag von x mal den Sinus des Winkels phi, wenn x mit der Achse den Winkel phi einschließt, mal Omega, und das schreibe ich Omega als den Betrag von Vektor Omega. Und Sie sehen, dass das nichts anderes ist als der Betrag von Omega Kreuz x. Also ich kann einen beliebigen Punkt auf der Achse nehmen und ihn mit dem Punkt, der sich bewegt, verbinden. Und wenn ich dann das Kreuzprodukt bilde zwischen diesem Vektor x, den ich da doch erhalten habe, und dem Vektor Windgeschwindigkeit, dann kriege ich den Betrag der momentanen Geschwindigkeit des Punktes. Jetzt muss man auch schauen, hat der Vektor v, der Vektor v, den ich jetzt hinschreibe, als Omega Kreuz x die richtige Richtung. Klar ist, dass der Vektor v senkrecht stehen muss auf den Vektor x, aber auch senkrecht aus die Richtung der Achse. Und das ist hier automatisch der Fall, durch die Definition des Vektorprodukts. Außerdem schauen wir uns das an, also hier Omega ist das, dann wäre das x das, so, und das v das, also ja, die Richtung der Achse. Also haben wir hier in diese Schreibweise die ganze Geometrie des Problems hineinkondensiert, wenn Sie so wollen. Wir definieren uns die Achse, die Rotationsachse, mit dem richtigen Betrag. Und dann können wir jeden beliebigen Punkt auf dieser Achse nehmen und mit dem Drehpunkt verbinden. Und die momentane Geschwindigkeit ist immer dann gegeben durch diesen Kreuzpunkt. Diese Kreuzpunkt wird auch immer dann auftreten in der Mechanik, wenn die Drehbewegung geht. Da werden Sie oft mit diesem Kreuzpunkt noch zu tun haben. Auch in der Elektrodynamik, wenn es um das Magnet geht. So. Wir haben die erste Woche überstanden. Nächste Woche werden wir uns noch mit der Differential- und Integralrechnung beschäftigen. Aber für heute ist es